Das ist der dritte Versuch. Ich hoffe, diesmal funktioniert jetzt endlich. Nach anfänglichen Problemen des Moderators und dann technischen Problemen. Das wird schon. Jetzt ist hoffentlich beim dritten Mal endlich was. Ziemlich sicher. Ja. Na. Hallo und herzlich willkommen bei Habe die Ehre. Heute mit Alexander Nowak. Ja. Du betreibst eine Werbeagentur mit dem Namen Der falsche Hase. Genau. Und machst neben dem noch einen V-Blog mit dem Namen Das Alex Nowak Experiment. Mhm. Zu finden unter alexnowak.tv. Genau. Diesmal richtig beim dritten Anlauf. Weil man muss dazu sagen, das ist nicht unser erster Versuch, sondern mittlerweile unser dritter Versuch. Aber das Ziel des heutigen V-Blogs ist es, dass ich mir von einem erfahrenen V-Blogger, wie es eben der Alex ist, Informationen und Tipps erhalte, die ich dann für spätere Episoden in meinen V-Blog einbauen kann. Gut, welche Fehler hast du am Anfang gemacht? Ich habe viel Fehler gemacht am Anfang. Großer Fehler war zum Beispiel, dass ich mit relativ schlechtem Equipment angefangen habe. Ich habe mit einer schlechten Kamera, mit einer alten Kamera angefangen, bin dann umgestiegen auf HD-Webcam. Die Ergebnisse waren niemals zufriedenstellend. Ja. Erst relativ spät habe ich mir eigentlich eine Kamera gekauft, mit der ich jetzt zufrieden bin und mit der ich gerne filme. Habe mir ein Mikrofon gekauft, damit der Sound auch passt, weil Sound ist einfach einer der wichtigsten Punkte beim Video. Wenn ein Video eine schlechte Soundqualität hat, dann ist das Video schlecht. Man schaut es nicht gerne an. Mhm. Und im Allgemeinen hat es bei dir auch schon so technische Probleme gegeben wie bei mir, oder? Ich glaube, mein erstes Video hat, glaube ich, 2 Tage gedauert zum Produzieren. Also, okay, das heißt, ich bin eigentlich nur ziemlich gut dabei. Im Moment sind wir nur gut dabei, ja. Super. Und deine Entscheidung war YouTube gegenüber Vimeo? Ja. Wobei eben YouTube und Vimeo sind 2 Plattformen von vielen. Ja. Auf Vimeo sind meiner Einschätzung nach eher die künstlerischen Kurzfilme zu finden, wirklich gute Stücke, wirklich hochwertige, qualitative Kurzfilme und auch längere Sachen, aber ich weiß, dass das mein Videoblog definitiv nicht ist. Ja. Mein Videoblog ist ein Videoblog und da ist YouTube mit Sicherheit das wesentlich schnellere Medium auch dafür. Mhm. Und da hat man ja dann wahrscheinlich auch so ein Follower-System auf YouTube, wo man dann wieder andere Kanäle folgen kann? Ja, genau. Im Prinzip ist YouTube ein eigenständiges soziales Netzwerk. Nur, ich glaube, im deutschsprachigen Bereich ist es noch nicht so ganz durchgedrungen. Ja, dann fangen wir damit an. Genau. Du fängst mir, ich fäng dir. Ja, passt. Und es ist jetzt auch auf Band aufgenommen, also kann ich dich damit ärgern. Ab heute Nachmittag. Ja, wie schaut eigentlich dann das Ganze drumherum aus? Also, wenn du gesagt hast, der erste Beitrag hat 2 Tage gedauert, was war eigentlich dann da das zeitintensivste? War das Dran selber? War das die Vorbereitung? War das die Nachbereitung? Das kommt immer darauf an, was du machst und wie viel Spaß dir das macht. Ja? Es gibt sehr zeitintensive Geschichten, wo einfach sehr viel Schnitt dazugehört und zum Beispiel die Sachen, bei denen ich mir selber unterhalte, ja, wo ich 2-mal im Bild zu sehen bin. Mit dem Splitscreen, das ist immer eine zeitintensive Geschichte beim Schneiden. Aber die Sachen, die ich jetzt zum Beispiel in den letzten Tagen produziert habe, die sind relativ easy. Da brauche ich mich und die Kamera und ganz wenig Cuts. Und das ist auch das, wo ich mich am wohlsten fühle jetzt gerade. Ja. Je mehr Spaß dir eine Sache macht, desto weniger Zeit brauchst du dafür. Hast du eigentlich ein Drehbuch bei deinen Sachen oder schreibst du das nur wenig zusammen oder ist es dann wirklich so, Alex steht jetzt in der Küche und hebt dann Gegenstand 1 in die Höhe, oder wie schaut das aus? Es kommt drauf an, also bei dem Slenderwitch Video im Wald, diesem Halloween-Video, da habe ich
Es war nur 2 Seiten lang, 2 A4-Seiten, aber es war definitiv ein Skript mit Regieanweisungen und wo was zu dem Zeitpunkt steht und wie was zu erledigen ist, das schon. Ja. Bei manchen Sachen habe ich ein Skript oder Drehbuch, bei manchen Sachen ist es einfach nicht notwendig. Aber stichwortartiges Zusammenschreiben schadet nie. Schadet nie. Also auch jetzt in dem Vorfeld Stichwortliste erarbeitet worden, was ich dich fragen werde. Mhm. Und ich glaube, das war gut, dass ich dir das im Voraus schon geschickt habe, dass du da auch deine Überlegungen dazu machen kannst. Oder sollte die eher die Leute mit den Fragen überraschen, damit man da vielleicht auf was draufkommt, was man, wenn man schon im Vorhinein vorbereiten könnte, die Fragen nicht kommt? Also, um ehrlich zu sein, habe ich mir die Fragen nicht angeschaut. Okay. Und ich glaube, es ist gescheiter, den Leuten die Fragen nicht im Vorhinein zu schicken, weil sonst versuchen sie mitzureden bei den Sachen, die du sie fragst. Okay. Das ist zumindest ein Tipp, den mir der Daniel Friesenecker, glaube ich, gegeben hat. Okay. Ja, dann bedanke ich mich sehr herzlich für dieses Interview. Gerne, danke. Und ich hoffe, jetzt beim dritten Mal hat es jetzt endgültig funktioniert. Und eben zu finden, der Videoblog von Alex auf alexnowak.tv. Sicher ein, zwei Aufrufe wert, ja, natürlich regelmäßig. Und danke. Ich danke dir.